Chemie Leipzig bittet den SV Babelsberg zum Tanz im Alfred-Kunze-Sportpark. Und das Ganze endlich wieder vor vielen Zuschauern. 2875 Fans waren für dieses Spiel zugelassen. Und die brachten den Gastgebern erstmal richtig Rückenwind. Zweite Minute läuft erst Anton Kanter mit dem ersten Abschluss der Partie in die Arme von Yannick Theissen. Bei Chemie heute an der Seitenlinie Christian Sobotka, er vertritt Miroslav Jagatic, der wegen eines positiven Corona-Tests nicht dabei sein konnte. Aber der Auftakt, der dürfte ihm gefallen. Und es wurde noch besser. Dritte Minute, Freistoß Dennis Mast. Und in der Mitte Tom Müller, 1:0 Chemie Leipzig. Der gebürtige Leipziger bringt seine BSG mit seinem dritten Saisontor in Führung. Perfekter Freistoß auch von Dennis Mast an den 5-Meter-Raum. Müller völlig frei, nickt ein, 1:0. Weiter Chemie, die hatten hier die ersten 20 Minuten komplett im Griff. Theissen klärt diesen Angriffsversuch und dann haben sie hinten alles unter Kontrolle. Dengste, Müller geht dazwischen, Janke im Tor kann nicht klären. Und Daniel Frahn nutzt das eiskalt aus. 1:1, plötzlich der Ausgleich für die Gäste. Ausgangspunkt, der zu kurze Rückpass von Ben Kessler. Müller geht dann gut nach. Und Daniel Frahn hat da überhaupt keine Mühe, den Ball einzuschieben. Sein 14. Saisontor. Babelsberg war zurück. Die Leipziger Antwort über Dennis Mast suchen sie immer wieder mit der 10 auf dem Rücken. Wichtiger Aktivposten im Offensivspiel. Und hier bringt er die Flanke. Die geht durch bis zu Alexander Buri. Der muss doch rein zur erneuten Führung. Alexander Buri, seit mehr als 5 Jahren jetzt bei Chemie Leipzig, wartet immer noch auf sein erstes Saisontor, weil er eben solche Chancen auch nicht nutzt. Aber weiter die BSG. Man merkte, Chemie wollte hier unbedingt vor der Pause noch das 2:1 Führungstor erzielen. Dennis Mast, diesmal nicht mit der Flanke, sondern auf Timo Mauer. Und in der Mitte Tarek Reinhardt. Jetzt ist es passiert, 2:1 Chemie Leipzig. Tarek Reinhardt mit seinem ersten Saisontreffer nach butterweicher Flanke von Timo Mauer. Und wie beim 1:0 Flanke von rechts, Kopfball ins kurze Eck. Danach war Pause, 2:1 für Chemie und Babelsberg-Trainer Jörg Buder überhaupt nicht zufrieden. Wenn man hier wenigstens einen Punkt mitnehmen will, dann muss da deutlich mehr kommen von seiner Mannschaft. Und der Ansatz, der war zu erkennen in Halbzeit 2 zumindest mal. Der weite Ball nach vorn. Janke im Chemietor klärt. Und dann holt sich Matteo Castrati den Ball. Und probiert's aus der Distanz. Trifft aber nur das Außennetz. Auf der anderen Seite wurde Chemie immer wieder durch sein Umschaltspiel gefährlich. Und das, na klar, mit Dennis Mast über links. Ball zu Timo Mauer, der verpasst. Anton Kanter verpasst auch. Und dann Florian Kürstein. Der macht das 3:1, behält den Überblick. Florian Kirstein mit seinem 5. Saisontreffer. Und wir achten mal in der 2. Zeitlupe auf Anton Kanter. Der spitzelt nämlich im Fallen. Hier noch den Ball rüber zu Kirstein und bereitet so das 3:1 vor. Die Gäste probierten es zumindest nochmal, wollten hier nochmal rankommen. Viele Angriffe liefen allerdings ins Leere. Hier mal Robin Müller. Der setzt den Ball am kurzen Pfosten vorbei und so war es das dann auch. Chemie Leipzig schlägt Babelsberg mit 3:1, bleibt in der Rückrunde noch ohne Punktverlust. Und Jagatic-Vertreter Christian Sobotka, der war äußerst zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.
Ja, wir haben, denke ich, die Umschaltsituation ganz gut ausgenutzt, haben auch endlich mal nach einem Standort ein Tor gemacht. Ich denke, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wie war es für Sie jetzt, heute die Verantwortung an der Seitenlinie zu übernehmen? Na gut, das war jetzt nicht das erste Mal. Natürlich ist das immer ein bisschen schwierig, aber ich habe mein Bestes versucht zu geben und ich denke, das hat ganz gut geklappt. Von den mitgereisten Fans gab es für Babelsberg zumindest aufmunternden Applaus. Von Trainer Jörg Buder dürfen Sie sich dann einiges anhören. Chemie hat einfach mehr Leidenschaft an den Tag gelegt. Wir haben gedacht, wir können es fußballerisch lösen und müssen nicht eng genug am Mann stehen und müssen nicht in die Zweikämpfe kommen. Und dann machen wir hier einen Schritt zu wenig und da einen Schritt zu wenig. Vorne haben wir noch ein, zwei gute Chancen gehabt, die haben wir auch liegen lassen, aber ja, dann reicht es unterm Strich nicht. Und Chemie, die haben auch gute Kicker drin und die spielen effektiv. Die haben das gespielt, was sie können. Wir haben bei uns einige gedacht, die stehen schon über den Dingen, aber es ist es nicht. Wir haben noch harte Arbeit vor uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür bleibt den Babelsbergern jetzt eine Woche. Für Chemie geht es schon am kommenden Mittwoch weiter. Dann kommt der ZFC Meuselwitz in den Alfred-Kunze-Sportpark. Erneut vor vielen Fans.